Ahoi, liebe Nordseefreunde aus Schottland. Zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen perfektumente. Und wir müssen mal kurz zurückdenken. Letztes Video haben wir ja mit deinen Szenen beendet. Für euch, wo war das nochmal? Stefan, kannst du es mal kurz zeigen? Ja, zeigen kann ich das. Da hinten. Da drüben. Da sind die tollen Klippen mit den Vögeln sozusagen. Mit also den Möwen. Also mit den Möwen, wissen, genau. Sicher, ob man da wirklich langkommt. Ne? Ja, du kommst jetzt gleich wieder links hoch. Aha, gut, alles klar. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir nicht 4 Kilometer, doch 4 Kilometer sind wir gefahren. In einer tollen Stadt in Cullen. Und die haben einen super Stellplatz. Und all das, was wir euch jetzt erzählen wollen, geht wann so richtig los? Nach dem Intro. Although I thought I was fine when I left you behind, I know I loved you. I got this feeling inside. Wir waren an den Klippen, an den Bow. Ja, ich weiß auch schon gerade nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Dann blendet es euch ein, wo wir waren. Genau. Auf jeden Fall. Da war absolut kein Internet und dann sind wir dann halt zu unserem Auto gegangen und dann habe ich gesagt, oh ja, Stellplatz, 10 Pfund, ja, da sind wir ja bereit, 10 Pfund zu bezahlen. Fähr- und Entsorgung dabei, also von daher top, der Preis finde ich super gerecht. Der ist auch wohl neu angelegt worden, aber ein bisschen tricky muss man dazu sagen, man muss sich nämlich registrieren und man muss auf jeden Fall vorher schauen, ob Plätze frei sind. Ja. Wir hatten Glück, 2 Plätze waren noch frei. Wir haben jetzt einen gebucht, stehen da wunderbar. Das zeigen wir euch, wenn wir wieder zurück sind. Ja, und hier haben wir ein bisschen Strand, coole Viadukte. Ja, also wir zeigen euch das gleich. Wir wollen hier noch ein bisschen weiter. Wir wollen uns das Örtchen hier mal ein bisschen anschauen und wollen dann da hinten so Richtung Strand mal weiter. Gucken wir mal, also wie es klappt. Einiges vor und das alles zeigen wir euch in diesem Video, was dann, glaube ich, das keine wievielte Ahnung ist es. 12., 13. Ist egal. Ich weiß das nicht. Es ist irgendeins. So. Ja, und aus Schottland ist es. Das ist die Nordsee. Also, los geht's. Trees are in green, the ocean is grey. Sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know my scatter right. Must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. No, I can't make it through. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gonna. I'm sleepwalking through all of my problems. No. Ihr hört das Meer rauschen. Und ihr habt es auch gerade berauschend gesehen. Schön, ne? Also doch. Schöner Strand.
Aber wir springen nicht rein. Stefan meinte 12 bis 13 Grad. Es geht, also man könnte schon theoretisch, aber naja. Na dann, hopp. Nee. Komisch, verstehe ich gar nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall richtig cool Strand. Und was hier auch sehr toll ist, das muss ich wieder sagen, weil das haben wir in letzter Zeit hier im Osten jetzt wirklich genossen, Ruhe und relativ leer. Also hier sind gefühlt die Einheimischen, die hier umherlaufen und weniger wirklich Touristen Hochburg. Ja, und der Stellplatz ist heute Nacht 100% komplett voll, die 14 Plätze. Ja, aber das sind sehr viele, ich sag mal, Engländer, also da sind kaum andere Nationen dabei. Also ich glaube, wir sind die einzigsten, die, ich sag mal, ein ausländisches Kennzeichen haben. Also ja. Also wir werden euch den Platz ja gleich nochmal zeigen. Und wie gesagt, die Adresse ist in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr euch wirklich reservieren. Wenn ihr wisst, ihr kommt aus Aberdeen hier hoch oder ihr fahrt Richtung Aberdeen, hier lohnt es sich auf jeden Fall. Zum einen das Örtchen und zum anderen wirklich da hinten die Klippen. Das ja, ist also einfach der Bow Fiddle Rock, glaube ich. Bow Fiddle Rock, genau. Wir waren ja dort, wir werden jetzt nicht nochmal dorthin, aber man kann wunderbar vom Stellplatz aus hier an den Strand lang und kann man direkt dort hinten erreichen und das ist super. Also zu einer schönen kleinen Wanderung mit Strandspaziergang ist das hervorragend geeignet. Ja, ideal. Ja, wir laufen wieder zurück zum Stellplatz und dann schauen wir mal ganz einfach, was das eine Video macht, ob das da jetzt hochlädt oder nicht. Weil das ist wirklich hier eine Krux in Schottland, muss ich euch sagen. Ja. Hier Videos hochzuladen, das ist wirklich sehr anstrengend, weil das Internet wirklich sehr mau ist. Also der Upload, Download, obwohl in letzter Zeit, wo wir angefangen haben, der Download war genauso. Also wenn ich es so sagen darf, das Internet ist hier beschissener als in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Also in Deutschland ist das mittlerweile relativ okay, zumindest wenn du die Telekom hast. Also wie schön, dass du sagst, relativ und okay. Das möchte ich in vielen Regionen immer noch nicht unterschreiben. Ja, es gibt noch Regionen, da geht es halt nicht so gut. Aber hier hast du ja fast überall, da musst du gucken, dass du mit einer Router-Antenne arbeitest und naja. Und selbst das hilft nicht. Ja. Guti, jetzt haben wir genug gemeckert. Wir genießen die Nordsee, das schöne Wetter hier, gehen zum Stellplatz. Und dann wollen wir mal gucken, entweder gibt es Geschnetzeltes oder wir grillen. Das entscheidet im Endeffekt nachher das Wetter, ob es windig ist oder nicht. Da sind wir halt sehr flexibel. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Cullen an der wunderschönen Nordsee. Da habt ihr sie nochmal für euch. Da hinten geile Berge, da kann man schön umherklettern. Richtig cool hier. Ja, klar, Steinstrand, da hinten ist ein richtiger Strand. Richtig
Toll. Was soll man zu dem Platz sagen? Er ist ideal gelegen. Wie gesagt, hier ist eine Fähr- und Entsorgungsstation. Frischwasser. Toilette ist dort drin versteckt. Das zeigen wir euch jetzt gerade nicht. Abwasser, ja, ist ein bisschen eng dort hinten. Ja, ich versuche mal, da gleich noch ein Foto zu machen. Also, wie gesagt, Malibu definitiv mit so einem, ja, was Stefan da so gebastelt hat, wäre auf jeden Fall ideal mit so einem Rohr. Ja, sonst schwierig. Wenn er Seitenauslass hat, kein Problem. Und jetzt, als ihr mal so die Größe so eines Platzes seht, weil das ist richtig cool gemacht hier auf diesem Platz hier. Ne? Also hier für euch auch alle Informationen findet ihr hier auf den Plätze. Und wie gesagt, so ein klassischer Stellplatz wie hier findet ihr dort. Das ist der Platz 13, Platz 12. Also richtig geräumig, gut, und man hat immer Sicht halt zum Wasser, ne? Egal wo es ist. Jetzt stehe ich hier und man sieht perfekte Mente. Ja, wie gesagt, bei Park for Night habe ich versucht, die Adresse hinzugeben. Ich muss gucken, ob die das jetzt auf die Reihe kriegen oder nicht. Sonst auf jeden Fall auf unserer Homepage werde ich die Webseite eintragen. Das müsst ihr idealerweise im Vorfeld machen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als hier anzukommen, zu denken, hier gibt es Plätze. Und dann gibt es keine Plätze mehr. Das wäre einfach sehr, sehr schade. So, wir machen uns jetzt hier Fähr- und Entsorgung, machen wir alles fertig. Und dann, ja, wir haben Dienstag. Dementsprechend könnte es sein, dass wir mit dieser Fähr- und Entsorgung jetzt mindestens klarkommen bis zum letzten Tag hier in Schottland. Das wäre cool. Oder halt in UK. Gut, und wir melden uns, wenn wir wissen, wo es hingeht. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Angekommen. Ja, wo sind wir denn angekommen? Das fragst du mich zu Recht wieder, ey. Bin noch nicht vorbereitet auf solche interessanten Fragen. Slane's Castle? New Slane's Castle. New Slane's Castle. Das ist da, also hinter ihm. Mhm, genau, in die Richtung gehen wir. Aber es regnet gerade und wir haben auch einen Wetterbericht geguckt. In den nächsten zweieinhalb Stunden soll das Wetter besser werden. Genau. Da das dann später ja besser wird, habe ich jetzt einen Auftrag gekriegt. Weil wenn ich die Dinger hier habe, dann heißt das wieder, Brot brauchen wir. Und wir müssen heute unbedingt mal gucken, dass wir endlich das aufschreiben, das Rezept, so wie wir das jetzt machen wollen, wie wir es dann veröffentlichen werden. Ja, das also, mit dem Roggenmischbrot ist jetzt beim letzten Mal richtig gut geworden. Das ist ein ganz tolles Brot. Davon haben wir auch noch eins. Das sind, werden wir ja zum Mittagszeit essen. Das sind immer so diese Vierteldinger und das große, das halbe nutze ich dann immer für das Weißbrot. Ja, genau. Aber ich mache jetzt immer wieder beides sozusagen, dass wir beides auch haben. Und gut ist es. Also wir haben noch ein Brot, aber alle zwei Tage brauchen wir halt zwischendurch immer wieder. Wir brauchen morgen schon wieder ein neues Brot. Genau. Hier wird es natürlich so sein, also auch im Bayerisches Kombüsenstudio werden wir tatsächlich, dass wir zwei Viertel machen. So werden wir es vorbereiten, weil so werden wir es in der Regel essen. Das heißt, es ist dann das Doppelte einfach nur und fertig. Ne? Cool. Aber soweit ist noch nicht. Wir machen hier nicht Bayerisches Kombüsenstudio, weil wie gesagt, wir müssen das, es ist wirklich ein Rezept diesmal, was wir wirklich austesten, dass wir ein ideales Rezept euch bieten können. Genau. Ja. Und ich gucke, weil angeblich soll der Upload hier gut sein, nächstes Video hochladen, weil wenn das geht, weg, dann müssen wir in Deutschland nicht mehr so viel machen. Genau. Und jetzt warten wir. Beide fangen wir mal an zu arbeiten. Ja, und wir warten, bis der Regen vorbei ist. Na, das machen wir. Ich überlege gerade, ob das Dirk auch im Herbst, also in seiner März-Tour gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Kai in seiner Tour
wo das erste Mal in Schottland war, was auf YouTube ja zu sehen ist. Es lohnt sich zu warten, bis das Wetter besser wird. Und schon. Dirk hatte gesagt, wenn es mal regnet, nicht verzweifeln, in 5 Minuten ist das vielleicht wieder durch oder ist das in der Wahrscheinlichkeit wieder durch und dann geht es wieder weiter. Und ja, wir hatten hier diesiges Wetter und aus dem diesigen Wetter noch. Und vor allen Dingen aus Regen ist strahlender Sonnenschein geworden. So sieht das jetzt aus. Ja, aber immer noch diesig, also das ja. Und falls man so sehen kann, da hinten waren so Erhebungen, so Gebäude. Da wollen wir hin. Das ist das Slane's Castle. New Slane Castle. Entschuldigung, New Slane Castle. Das ist lustig, wenn es New heißt, ziemlich kaputt ist. Ja, es ist nämlich eine Ruine. Und dort soll man wohl auch auf dem Turm raufkommen können irgendwie. Wir gucken mal. Ja. Das werden wir euch auf jeden Fall gleich alles zeigen. Ja, und wie gesagt, was jetzt komisch ist, das wissen wir aber nicht. Das werden wir erst am Montag erfahren, wenn wir wieder in Deutschland sind. Ob diese Änderung, die wir gerade auf unserem Handy haben, dass das Wetter nämlich sagt, so in 30 Minuten nimmt der Regen ab und alles sowas, ob es dann da auch ist, weil wir hatten das erste Mal in Schottland. Ich wollte gerade sagen, also das konnte ich, ich konnte die Orte in Deutschland auswählen, da hat es geregnet, da hatte ich das aber nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Deutschland ist noch nicht so weit. Das wäre traurig, weil das nämlich eine richtig coole Sache ist. Ne? Sehr gut. Da ist es nämlich, du kannst jetzt im Prinzip immer, das ist nur für iOS-Benutzer, du kannst jetzt immer für die nächste Stunde minutenweise genau sehen, wann der Regen kommt, wann er aufhört. Du wirst benachrichtigt. Also das ist eine gute Sache, muss ich sagen. Guti. Jo, ja, wir schauen da mal hin und dann melden wir uns wieder. Ja, zum Abschluss denn. Dann ist das Video schon vorbei, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber jetzt New Slane Castle. Was für ein blödes Volk. Nur Möwen, die umherkacken. Suchen wir ein neues Volk. Aus der Seite. Thank you.
Was für unglaubliche Szenen waren denn das gerade? Also, das war schon ein Highlight, muss man ehrlich sagen. Auch da hoch, ich fand das gut da oben. Mir hat das gefallen, war auch nicht so windig. Also liebe Grüße nochmal an die Peperonis, an Matze, der sich da auch hochgetraut hat, aber nicht ganz so weit, weil es dann doch windig war. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch die ganzen Sachen schon weggenommen, bis auf den Autobus, das war blöde. Weil ich gesagt habe, wenn er runterfällt, dann habe ich die Sachen bei mir. Ne? Ich wäre ja eh in den Innenhof gefallen, wo du gestanden hättest. Ne? Also, aber egal. Das Elend wollte ich aber dann nicht sehen. Ja, gut, hättest du ja aber dann. Nein. So, jetzt müssen wir hier rüber, oder? Ja, ich muss mal kurz gucken. Ja, ich glaube, ja, genau. Hier geht's jetzt rüber. Wir wollen nämlich noch zurück an den Klippen. Und Da wollen wir die Endszenen euch jetzt noch einfangen. Genau. Also das ist die letztes Mal Laber von uns. Und ihr kennt das ja in letzter Zeit. Wir schauen immer, dass ihr dann am Ende noch ein paar Szenen bekommt, damit ihr das alles genießen könnt. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, der Parkplatz ist relativ klein, also das muss man wissen. Ob man da übernachten sollte, das können wir euch heute, Stand heute, noch nicht sagen. Vielleicht im nächsten Video können wir darüber berichten. Aber kostenfrei ist das hier zugänglich. Man muss da halt aufpassen. Also logischen Menschenverstand. Das heißt, 99% der Deutschen fallen damit schon wieder runter. Naja, Gott sei Dank, so schlimm ist es dann noch nicht. Naja, ich wollte gerade sagen. Aber man muss halt einige fallen damit raus. Ja, genau. So, und jetzt? Übermut kommt vor dem Fall, denn hier ist ein 15-Jähriger irgendwann abgestürzt, weil er halt übermütig war. Und leider Gottes wird ich auch tödlich verunglückt. Also nicht nur abgestürzt, sondern wirklich tödlich verunglückt. Gut, aber wir wollen jetzt hier nicht mit so einer Nachricht das Video beenden. Ach so, nein. Sondern zeigen euch, wie gesagt, jetzt nochmal coole Bilder. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.